Ja, liebe Zuschauer, wir freuen uns auf eine Sondersendung. Und es ist ja so, dass du, liebe Dagi, in jeder Show bist. Ne? Nimm mal das Mikro. Nicht nur das, ich bin ja sehr verwöhnt. Ich war ja die Erste mit der Sondersendung. Richtig. Zu meinem 170. Geburtstag habt ihr mir ja eine traumhafte Sendung gemacht. Was? Und das war sozusagen... Na, ich wollte nur mal hören, ob ihr zuhört. Also. Ja. Nein, aber das war die erste Jubiläumssendung eurer Firma. Und das war so toll, dass alle, die dabei waren, noch heute davon schwärmen. Und ich finde, dass Elena es sehr wohl verdient hat und dass ich mich sehr freue, dass ihr jetzt auch so etwas Schönes macht. Sehr schön. Und ihr seid im Oktober wo? Ja, wir sind leider im Oktober auf Kirchenkonzerttour. Wir haben dann nicht leider, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, aber wir können dann leider nicht persönlich da sein, aber wir drücken der Elena ganz, ganz doll die Daumen und dass es eine ganz tolle Sendung wird. Ja, das wird es ganz bestimmt und vor allem, ich bin ja ein bisschen neidisch, dass wir nicht selber mit dabei sind, weil in meinem Poesiealbum ist immer gestanden mein Wunsch, mein Berufswunsch, Konzertpianistin. Oh, und die Elena ist es. Und deshalb freue ich mich auch wahnsinnig auf die Jubiläumssendung und werde sie auf jeden Fall anschauen. Viel Vergnügen mit Elena Nutzmann bei Komm zu Axel. Genau.